Dann kannst du loslegen. Auf die Bremse, halt den Druck und gib Gas. Super. Blick Rücken ein bisschen nach rechts. So, jetzt machst du einen U-Turn. Rechte Bremse ist ein bisschen tiefer, der Schirm nicht so schaukelt, genau. Heute gibt es kein Bier. Wir müssen heute noch oft genug ganz da hoch. Drum brauchen wir nichts zu bauen. Daniel, wenn du mich hörst und es für dich passt, hast du Aufziehen frei. Druck auf die Bremse und gib Gas. Komm, lauf, 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 lauf. Super. Bremsen leicht frei und machst deine Rechtskurve zum Baum. Ja, komm, ruhig nach rechts. Linke Hand nach oben, rechte ein bisschen tiefer. Komm, rechte Hand ein bisschen tiefer. Ja, jetzt links rüber, komm, jetzt ganz links rüber. Linke Hand tiefer, rechte hoch. Okay, alles gut. Wir fliegen jetzt Richtung Bauernhof. Bisschen nach links, komm nach links. Jetzt bis nach rechts wieder. Und jetzt suchst du einen schönen Landeplatz, wo es eben ist. Nicht zu nah am Stacheldraht. Bleib mit den Händen so und bremst durch. Super. Jetzt. Wenn du mich hörst, den Arm kurz hoch. Okay, Daniel. Jetzt fangen wir mit der Landung an. Jetzt hat es wirklich vom Timing her besser gepasst als die anderen Male. Du hast jetzt einen Tick früher durchgebremst und es war eigentlich jetzt recht weich. Also von hier oben hat es butterweich ausgeschaut. Und der Start war super. Da fehlt sich nichts. Du kannst jetzt auch mal versuchen, an diesen Kontrollblick zu denken, den mit einzubauen. In der Luft, da hast immer noch so leichte Unsicherheit, aber es wird immer besser. Du hast jetzt sehr früh Kurve nach links eingeleitet. Ich wäre noch ein Stück weiter da Richtung Wald hintergeflogen. Insofern steht es da jetzt relativ nah am Bauernhof. Also das nächste Mal kannst du zurück noch ein bisschen mehr Richtung Wald fliegen und erst später diesen U-Turn Richtung Bauernhof einleiten. Dann hast du nicht so einen langen Rückweg. Aber sonst war es gut. Daniel, kommst nochmal hier hoch, gell? Daniel, wenn du mich hörst, Hand hoch bitte. Gut, hat mir sehr gut gefallen jetzt. Start war super, vielleicht ein Tick früher anbremsen. Aber vom Timing her wunderbar. Landung hat jetzt auch super gepasst. War ganz sanft, hast du selber gemerkt. Ja? Und in der Luft habe ich jetzt das Gefühl, trotz der leichten thermischen Ablösungen, fühlst du dich jetzt schon ein Stück weit sicherer. Ja? Du magst, kannst du nochmal hochkommen, nicht mehr ganz so hoch wie jetzt. Aber legst vielleicht nochmal 20 Meter unterhalb von deinem jetzigen Standort aus.